Ich wollte heute noch mal ein kleines bisschen mit euch oder euch was erzählen. Also, wir haben heute Freitag und heute ist mein letzter Tag bei meinen Eltern. Der Urlaub ist vorbei. Ja, morgen, eventuell kommt Jürgen heute spät abends noch oder halb morgen und dann wollen wir morgen noch ein bisschen hier in Siegen ein bisschen rumschauen wegen der Kamera. Aber dann geht es morgen wieder heim. Und ich wette, ich habe auch dort ein wenig zu tun. Also ich gehe schon davon aus, dass ich ein bisschen viel sauber machen muss. Aber das ist ja klar. Jürgen geht ja voll arbeiten und dann ist ja nur so ein bisschen was, was er schafft, ne? Ja. Ja. Was wollte ich euch noch erzählen? Ja, ich wollte euch ja also so ein bisschen von der Woche erzählen. Also ich war halt viel bummeln mit meiner Mama, dann waren wir halt bei meiner Freundin und die hat ja eine Tochter, die ist genauso alt wie Dominik und einen Sohn, der wird jetzt im September ein Jahr. Und mit denen fahren wir ja auch dann im September nach Efteling und da waren wir und da hat Dominik geknetet und der findet das ganz toll, die kneten auch schon mal im Kindergarten. Und da haben wir ihm, also meine Mama und ich, ihm vorhin beim Toys R Us so einen großen Kneteimer gekauft. Ups, ich habe auch jetzt noch Knete an der Hose, merke ich gerade. Weil wir haben gerade eben geknetet. Ich habe auch ein Video dazu gemacht. Das werde ich euch am Ende von meinem Quatsch ein bisschen einblenden. Also noch ein bisschen nachlaufen lassen, genau. Die Hammer. Der schläfert, glaube ich, die Hanna ein, ne? Hast du Licht angemacht? Ja. Aber wir Damit wir brauchen besser das. kochen können beim Kneten, ne? So. Das weiß ich, was ich habe. Ein Schmetterling. Ein Schmetterling. Und dann hier noch Sterne. Was Ich hast du? habe was gemacht. Was hast du gemacht? Masala habe ich gemacht. Was hast du gemacht? Masala. Matcha-Reihe. Oh wei, oh wei, oh wei. Ist das Video an? Ja. Nicht aufgemacht. Was habe ich angemacht? Nicht. Ein bisschen eine Rolle. Eine kleine Rolle. Du hast eine kleine Rolle. Was hast du? Mama macht eine Kugel. Mama möchte einen Kopf machen. Ich habe eine kleine Rolle. Ich mache noch eine Rolle. Eine kleine Rolle. Eine kleine Rolle. Ich hab, ja, ich. Zeig mal. Oh, ja, schön. Sieht komisch aus. Sieht komisch aus. Da ist auch noch was. Ein Kopf mit Haaren. Ja. Willst du das haben? Da weiß ich Knete. Das weiße Knete. Guck mal, was hier Gibst du mir noch ein Stück von der weißen Knete für mein Au für meine Augen? Ein bisschen, ja? Okay.
Okay. Da habe ich auch noch ein bisschen. Na, jetzt gibt es kein Weiß mehr. Habe ich alle auf. Ach, jetzt gibt es kein Weiß mehr. Gibt es kein Weiß mehr? Nee, gibt nur noch Grün-Weiß. Gibt nur Grün. Kannst du nur noch gelbe Augen machen oder schwarze oder rote. Ist das die Rolle? Ich will eine Rolle machen. Du mal hier eine Rolle machen. Mal machen. So. Das du mal haben? Ist sie schon? Danke, ja. Die auch schon weiß. Grün und weiß ist die, guck. Will ich sie wieder haben? Ja, bitte. Was ist das für eine Rolle? Eine ganz kleine. Sieht nach der Mama aus. Oder soll ich mal eine große machen? Ja, musst du noch ein bisschen weiter machen, machen, ne? Mit ihr neuen Versuch. Mach du mal eine große damit. Ich noch mal eine große damit. Schneller! Ja, brichst du noch einen anderen, guck. Ich muss dann auseinander. Ich will noch mal eine Rolle machen. Ich mach noch mal hier eine Rolle. Ich mach noch mal eine Rolle. Du reicht! So reicht? Ja, cool. Bitte. Kleine. Mal reinklappen. Ich weiß, ich bin so klein. Hast du einen Kreis, oder was? So, ich bin sehr klein. So, ich bin sehr klein. Maria, na, ist das auch klein? Na. Sieht komisch aus, ne? Sieht komisch aus. Wenn ich mal das abkleiden. Hat sich die Oma erst bemüht, eine große Rolle gemacht und woher schneidest du jetzt wieder alle klein? Hi! Da auch noch klein sein. Da habe ich auch noch dran gedenkt. Da hast du auch noch dran gedenkt. Sieht fast aus wie Blumenkohl, was du jetzt hast. Na ja. Mhm. Ist das schon? Da, Domi. Was ist das? Ja, ja. Die halten nicht so gut, die Augen. Und so. Ja. Ja, wir waren halt in Siegen schon bummeln, da wollte ich euch so ein bisschen zeigen, was ich so gekauft habe. Ich habe jetzt nicht allzu viel gekauft, aber ich brauchte halt ein bisschen nochmal was für Hanna, weil die wächst ja so schnell. Da habe ich zum einen hier so schöne Oberteile, also das, was ich euch jetzt zeige, ist alles C&A, das sind Oberteile. Das ist schon 68, weil C&A, das fällt immer ein bisschen kleiner aus, also das habe ich zumindest bei Dominik so festgestellt. Das ist im Set mit diesem anderen, was ich euch gerade gezeigt habe. Da ist so eine kleine Fee drauf. Finde ich total süß. Dann habe ich zweimal dieses Pinke. Das habe ich auch schon in kurzärmlich. Ja, zu diesen Barbauer-Klamotten, das habe ich halt zweimal gekauft. Da passt halt einfarbiges am besten. Und da ich vieles so mit Pink und so habe, dann passt das ganz gut. Ich hätte zwar gerne noch weiß gehabt, aber diese kleinen Größen bis Größe 74, 80 so,
waren vergriffen. So, dann habe ich hier eins. Da sieht man auf den ersten Blick gar nicht, dass diese Muster hier, dass das eigentlich ein Katzengesicht ist. Also ich habe es nicht erst gesehen, ich habe erst gedacht, willst du das weiß, rosa ist das, mit so grauen Mustern drauf. Und dann habe ich gesehen, ach, das ist ja eine Katze. Das musst du natürlich mitnehmen. Ja, das, dann habe ich halt noch Bodies geholt. Nochmal so ein Dreier-Set Kurzarm-Bodies. So süß mit so einem Wölkchen und da steht halt Goodnight Moon drauf. Und der ist super mein, also es ist so mein Lieblings. Also es könnte auch fast ein Baba-Stoff sein. Wobei ich ja die Baba-Bodies nicht kaufe, weil die fallen sehr, sehr, sehr groß aus. Und ja, bin ich einfach nicht so. Bodies sieht man nicht eigentlich, ne? So, dann ist das noch zu dem Dreier-Set. Und dann habe ich noch ein Dreier-Set Langarm-Bodies in 68 geholt. Weil das meiste von Dominik passt halt dann nicht in die Jahreszeiten, ne? Weil Dominik halt im Januar geboren ist und Hanna halt im Juni, ne? Und dann als letztes noch diesen rosanen mit Punkten oder pinken mit Punkten. Dann habe ich für Hanna noch ein süßes Set beim H&M gekauft. Das ist jetzt allerdings schon 74 mit der Minimaus. Das ist auch schon so ein bisschen dicker, also mehr so für Herbst, Winter so gedacht. Und hier, das ist allerdings dann eine Leggings dazu. Die ist jetzt relativ dünn, aber Strumpfhose drunter für zu Hause absolut. Ja, das war so klamottentechnisch, was ich gekauft habe. Zu Hause, das zeige ich euch dann im nächsten Video, habe ich halt ja dann noch die Babauer-Sachen bekommen, was ich in dem Sommer-Sale halt gekauft habe. Und ich habe auch noch ein Päckchen von Lönnekin bekommen. Also Wolkenspieluhr, das zeige ich euch, wie gesagt, dann zu Hause. Heute habe ich für Dominik dann beim Toys R Us noch eine Brotdose mit Minions gekauft. Die hat hier vorne so einen Schieber. Und innen drin ist sie dann mit so einer Schale nochmal zum Teilen. Weil das haben wir bisher nicht und ich finde das ganz gut fürs Obst, dass das dann nicht immer so auf dem Brot liegt und dann mit Margarine oder sonst irgendwas voll ist. Und für Hanna habe ich dann noch hier von Obal, das kann man so zu so einer Kette machen. Also das finde ich halt immer ganz cool. Wir haben für Dominik halt auch so eine kleine Rassel als von Obal gehabt und einen Ball mit auch so Rasseldingern dran. Das habe ich jetzt natürlich, die kaufe ich jetzt nicht, natürlich nicht nochmal in Pink oder so, weil das ist vorhanden. Aber hier das so für Maxi-Cosi-Kinderwagen oder so, oder das können die halt auch so einzeln, ja, so auch zum Beißen oder so nehmen. Also, ja, Obal finde ich echt gut. Ist eine klasse Firma, also so für die Babys finde ich echt super klasse. Ja, dann habe ich in Siegen einen Termin gemacht. Ja, einen Termin für ein Tattoo. Ja, der ist am 30.09. dann und zwar ist das dann von einem Gast-Tätowierer an dem Tattoo-Studio. Habe ich mir halt Tattoos zeigen lassen. Also ich habe mich da mit einer Freundin, die mit mir in Siegen gleichzeitig schwanger war, als ich mit Dominik schwanger war. Die hat ganz viele Tattoos und mit der habe ich mich so ein bisschen besprochen und die hat mir halt gesagt, wo ich so drauf achten soll, dass es sauber ist und soll mir ein paar Sachen zeigen lassen, weil ich halt die Namen der Kinder mir halt tätowieren lassen möchte, hier so auf den Unterarm und halt noch ein Motiv dazu, das errate ich euch aber jetzt mal nicht und wie gesagt, am 30.09. habe ich den Termin und ich bin schon ganz voller Vorfreude und bin ganz gespannt, wie das dann aussehen wird. Wie mir das da so die Vorlage und so und ob mir das dann gefällt. Und ja, ich bin da schon ganz aufgeregt und freue mich da schon voll drauf. Ja, was habe ich noch gemacht? Was haben wir noch gemacht die Woche? Wie gesagt, wir waren mal mit meiner Freundin, das habe ich schon erzählt. Also heute waren wir in so einem kleinen Einkaufscenter, wie gesagt, da ist dann halt Toys R Us und dann waren wir da auch noch kurz im Kick. Ich wollte eigentlich im Kick ein paar Socken für mich neu kaufen. Das habe ich natürlich vergessen. Ich habe natürlich wieder nur für die Kinder geguckt. Und natürlich für mich nicht. Wieder vergessen. Ja. Das Wetter ist ja überhaupt nicht so toll. Also wir haben da am Montag beim Panoramapark echt Glück gehabt, dass wir da das schöne Wetter hatten. Also die restlichen Tage waren jetzt halt nicht mehr so schön. Aber ja. Für Dominik ist das eigentlich egal. Hauptsache, er hat Oma und Opa und die spielen irgendwas mit ihm. Er muss nicht unbedingt nach draußen dann. Und ja, wenn das Wetter gut war, sind wir halt mit dem Laufrad draußen gewesen. Das hatten wir extra mitgenommen. Genau. Ja.
Was gibt es noch zu erzählen? Ich muss überlegen. Gab es noch irgendwas Neues von der Woche? Ja, Panorama Park hab ich ja schon ein Video zu gemacht, habt ihr ja auch gesehen, habe ja auch ein Fazit dazu gemacht. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut auf meinem Kanal nach. Ach so, ja, bevor ich das vergesse, ich habe ja die 100 Abonnenten bei YouTube geknackt, ihr Lieben, und werde dann separat dazu noch ein Verlosungsvideo machen. Weil das habe ich euch ja versprochen, dass wenn ich 100 Abonnenten habe, dass ich eine Verlosung mache. Ursprünglich wollte ich ja eigentlich dann, also ich habe ja so ein paar Sachen, die ich ja Gebrauch kaufe auf dem Flohmarkt oder die ich so noch gebraucht von Dominik habe etc. von Barbara, die aber wirklich super, 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 super erhalten sind. Also ich würde jetzt nichts verlosen, wo ich jetzt sagen würde, oh Gott, ja, ne, das kann man nicht mehr anziehen oder so. Das wollte ich ja eigentlich machen mit der Kleidung, aber da ich ja, es wird ja ein bisschen schwierig, weil ich weiß jetzt ja nicht so genau, ob alle meine Zuschauer Kinder haben oder, ne, also deswegen habe ich mir da so ein bisschen noch was anderes überlegt. Es wird aber trotzdem was von Babauba werden und ich würde sagen, lasst euch überraschen. Wie gesagt, dazu mache ich dann ein separates Video zu der 100-Abonnenten-Verlosung. Ja, ich freue mich total, dass ich die 100 Abonnenten jetzt geknackt habe. Es ging jetzt plötzlich ganz schnell. Also bevor ich hier nach Siegen gekommen bin, hatte ich irgendwas mit 80. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, aber ein paar über 80 und jetzt schon über 100 ist echt Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ihr mich sehen wollt. Ja, und möchte natürlich mich auch ein bisschen. Das heißt also weiterentwickeln. Ich möchte natürlich euch auch ein bisschen mehr bieten. Deswegen gucken wir halt auch nach einer anderen Kamera. Dazu hatte ich ja auch schon ein Video gemacht. Wir werden wahrscheinlich aber doch bei dem Camcorder bleiben, weil wir denken, dass das für uns doch das Beste ist. Weil Action Cam haben wir haben eine 360-Grad-Kamera, wir haben Handys. Dann haben wir noch eine Spiegelreflexkamera, mit der habe ich halt am Anfang gefilmt. Habt ihr ja gesehen, da waren die Videos nicht so gut, aber die Fotos sind halt echt noch super damit. Deswegen denken wir, dass für uns ein Camcorder am besten ist, weil es geht uns eigentlich hauptsächlich ums Filmen und dass wir auf jeden Fall ein Mikro anschließen können. Und deswegen wird es wahrscheinlich ein Camcorder. Also dazu wollte ich jetzt das auch noch ganz kurz sagen. Und für so kleine Sachen oder was Schnelles oder so kann ich immer noch das Handy dazu nehmen. Nur meine Angst ist halt ja, dass dadurch, dass ich halt ja doch öfter mal mitfilme, auch so fürs Private, ne, dass mein Akku dann irgendwann mal nicht mehr so gut ist, ne, und das käme nicht so gut. Deswegen lieber ein Camcorder und ein Doppel, also ein Ersatzakku oder zwei Ersatzakku und so. Vor allem auch dann, wenn wir so im Freizeitpark sind oder so, dann ist das auch einfach besser damit, als immer mit dem Handy dann in der Hand und da ist der Akku auch viel zu schnell leer und da kannst du dann wechseln. Ja, genau, also wird es wahrscheinlich ein Camcorder, aber wann wir den jetzt besorgen, also wir wollen halt jetzt morgen noch mal schauen und ja, mal sehen. Genau. Gibt es sonst noch irgendwas Neues? Ich überlege, ich überlege, ich überlege. Ja, nö, ich glaube eigentlich nicht. Also ja, die Woche hier war echt super. Also meine Mama unterstützt mich ja sowieso immer ganz gut. Also kann ich mich nicht beschweren. Ich bin ganz glücklich. Mama, ich hab dich lieb, weil ich weiß, sie wird es gucken. Ja, und ja, es ist auf jeden Fall immer schön, bei Mama dann nochmal zu Gast zu sein und auch mit den Kindern. Ja, mein Papa ist ganz beliebt halt bei meinem Sohn, also bei Dominik, weil mein Papa, der singt halt ganz viel und der macht halt immer viel Quatsch und so und das ist ja für die kleinen Kinder ganz toll. Dominik trampelt gerade unten wieder rum, ich höre es, der dreht jetzt nochmal voll auf und der soll eigentlich gleich ins Bett, denn wir haben schon 7:45. Mal schauen, ob das klappt. Gestern war er ja schon um 6:30 im Bett, aber ich glaube, heute ist er ein bisschen aufgedreht. Ich weiß auch nicht so genau, ob er mitgekriegt hat, dass der Papa eventuell noch kommt. Und dann würde er natürlich am liebsten auf den Papa warten. Ne? Aber das ist ja eigentlich auch verständlich. Er hat ihn ja jetzt seit Montagabend nicht mehr gesehen und heute ist Freitag. Ja, genau. Also Woche bei Mama ist immer schön, weil ich habe es ja nicht so häufig und. Aber ich bin natürlich auch froh, wenn ich dann wieder in meine eigenen vier Wände komme und halt mich
bewegen und machen kann, wie ich möchte. Und halt vor allem auch waschen, waschen, waschen und immer mal, ja. Und halt auch, ihr wollt gar nicht sehen, ich meine, ihr seht ja schon, das ist ja jetzt die Klamotten, die ich euch gezeigt habe, aber ihr möchtet nicht da hinten sehen. Da habe ich mich nämlich mit der Wäsche so ausgebreitet, weil ich habe immer die, nehme hierhin eigentlich immer die großen Einkaufstüten mit. Diese Permanent-Tragetaschen. Und da ist immer alles wüst so. Das ist Dominik und Hanna und das ist dann so alles mögliche Krimskrams, Windeln und was man nicht alles braucht. Und ja, mein Zeug noch. Und ja, das sieht dann nicht so toll aus, aber das zeige ich euch jetzt auch nicht. Ja, das war unsere Woche. Das war unsere Woche in Siegen. Ja, ich müsste jetzt so sonst nichts mehr zu erzählen, ihr Lieben. Dann würde ich das Video jetzt auch beenden und wir sehen uns, denke ich, beim Verlosungsvideo. Also wenn ich das Verlosungsvideo mache, wo ihr euch dann eintragen könnt und ich euch sage, was ihr tun sollt etc., denke ich mal, es wird das nächste Video. Und dann habe ich ja noch Baba-Klamotten und so. Das kommt dann als nächstes. Da dürft ihr euch schon drauf freuen. Wenn ihr dieses Video toll findet, hinterlasst mir doch einen Daumen hoch. Kommentiert mir doch immer gerne was zu meinen Videos. Da freue ich mich immer drüber. Und ich sage bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.